Hallo ihr, heute zeige ich euch, wie ihr ein verlorenes oder geklautes Handy orten könnt. Bei Android-Geräten geht das ganz einfach über den Google Gerätemanager. Den könnt ihr mit dem Computer oder einem anderen Gerät, zum Beispiel einem Tablet, aufrufen. Meldet euch hier mit dem Google-Konto an, mit dem auch euer Smartphone verbunden ist. Wichtig ist, dass an deinem Smartphone GPS aktiviert ist, denn nur so kann Google dein Smartphone auch orten. Wurde dein Smartphone gefunden, kannst du es klingeln lassen, wenn es zum Beispiel irgendwo in deiner Nähe ist. Das funktioniert auch, wenn dein Smartphone auf lautlos gestellt ist. Du kannst auch eine Nachricht auf dem Bildschirm deines verlorenen Smartphones anzeigen lassen, zum Beispiel um einem Fremden mitzuteilen, bei wem er sich melden muss. Natürlich kannst du auch dein Smartphone sperren oder alle deine Daten löschen, so können Fremde damit nichts mehr anfangen. Dein iOS-Gerät kannst du über die iCloud orten. Melde dich dafür über ein anderes Gerät bei der iCloud an. Alternativ kannst du die App Mein iPhone Suchen verwenden, um dein verschwundenes Gerät wiederzufinden. Als nächstes wählst du das Gerät aus, das du suchst. Wie bei Android-Geräten kannst du einen Ton abspielen, das Smartphone sperren oder alle Daten löschen. Allerdings müssen auch hier die Ortungsdienste aktiviert sein. Weitere Tipps und Tricks findet ihr auf handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald.